Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde vom Kebab-Simulator. Wir machen heute was ganz Besonderes. Wir machen heute neue Gerichte. Und zwar werde ich hier die ganzen Spieße, die ich habe, freischalten. Und dann machen wir heute vier Spieße: den Ufer-Kebab, die Hähnchenspieße, den Tomaten-Kebab und Auberginen-Kebab. Dazu noch zwei Suppen, das heißt insgesamt sechs Gerichte. Wir nehmen heute ein bisschen Geld in die Hand und dann geht das Ganze los. Ufer-Kebab habe ich an sich noch zwei Stück da. Da muss ich erstmal nicht großartig mich drum kümmern. So, das heißt, ich gucke erstmal drauf, was brauche ich eigentlich? So, Ribeye brauchen wir, Schwanzfett brauchen wir. Aubergine, Chili, Zitrone. Ribeye, Schwanzfett. Das ist vollkommen klar. Tomatenkebab, Ribeye. Schwanzfett genauso. Das heißt, da sind wir schon mal bei 2. Hier sind es Tomaten, Zwiebeln, Kartoffeln. Hähnchenspieß ist auch Schwanzfett, aber Hähnchenbrust. Das heißt, wohl erstmal 4-mal Schwanzfett, 3 Ribeye, 2 Hähnchenbrust. 1, 2, 3. Hähnchenbrust. 1 sollte erstmal reichen. Und 4-mal Schwanzfett. Wir brauchen auf jeden Fall von allem etwas. Das ist vollkommen klar. Bei den Tomatenspießen brauchen wir auf jeden Fall eine Tomate. Ich würde sagen, da kommen 4 raus, also nehmen wir 4 Stück mit. 1, 2, 3, 4. Ich habe was mit Kartoffeln gesehen, dann nehmen wir auch 4 mit. Wir brauchen 4 Zwiebeln. Wir brauchen grüne Chilis. Was brauchen wir noch? Auberginen brauchen wir noch. 1, 2, 3, 4. Knoblauch könnten wir auch nochmal mitnehmen. Auf jeden Fall haben wir dann erstmal ausgesorgt. Ja, wir packen das erstmal so ein. Da ist der Kühlschrank auf jeden Fall gut gefüllt. Das ist doch ein gut gefüllter Kühlschrank, würde ich sagen. Alles dabei. Das heißt, wir können gleich mal starten. Ich nehme einmal die Ribeye-Scheibe, die ich schon habe. Einmal Schwanzfett schon mit raus. Das heißt, wir machen erstmal den. Wo gehst du hin? Das heißt, wir machen erstmal den ganz normalen Ufer-Kebab nochmal. Das bedeutet, grüne Chili und Knoblauch sind auf jeden Fall noch mit am Start. Den nehme ich einmal den ganzen Knoblauch schon mit raus und verteile das alles so auf die Teller. Da wir viermal Spieße machen, müssen wir natürlich auch ein bisschen aufrüsten. Wir können also ganz entspannt anfangen mit dem Ufer-Kebab. Das kennen wir ja zur Genüge, wie das funktioniert. Die Schüssel ist ganz wichtig. Hackfleisch. Schwanzfett. Zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Können wir die Spieße schon mal bestücken? Das heißt, das ist so der klassische Ufer-Kebab. Ich werde mir noch zwei Spieße holen. So. Zack. Das heißt, wir können auch ganz entspannt schon mal eine Suppe heiß machen. So, 200. Perfekt. Dann packe ich das jetzt hier einmal schon mal rein. Suppe serviert. Zack. Ob die Suppe heiß wird, die andere, weiß ich jetzt nicht. So, wir machen Tomatensuppe heiß. Genau 20, perfekt. Brauche ich noch ein Petersilienblatt. Der Kerner steht mir aber auch immer im Weg rum. So, auf die Speisekarte müssen wir natürlich jetzt noch die Tomatensuppe drauf machen. Fertig. Zack. Zwei Sachen sind schon mal da. Das heißt, wir können jetzt den Grill anschmeißen. Also können wir schon mal starten mit dem Ufer-Kebab. Dann packe ich hier alles beiseite, was ich nicht brauche. Dann mache ich schon mal das Fleisch heiß.
Und die ersten beiden. Gemüseteile. Zack. Zack. Knoblauch schnell schneiden. Zack, zack, zack. Hier drauf. Und dann haben wir den Ofa-Kebab schon mal fertig. Perfekt. War ein bisschen angebrannt, ist aber nicht so schlimm. Den erstmal beiseite. Jetzt können wir die Spieße runter machen. Der Rest mit drauf. So, wieder nur noch den Knoblauch schneiden. Nein, nicht das Messer ablegen. Das passiert mir aber immer wieder. So, Knoblauch mit dazu. Und dann sind die ersten Ufa-Kebabs schon mal hier fertig. Werde ich erstmal hier an die Seite legen zum Abkühlen. Und dann kümmern wir uns um das nächste Gericht. Die vier Spieße haben wir hier noch schon wieder fertig. Das heißt, wir können das nächste Ribeye schneiden. Zack, eins wieder in den Kühlschrank. Schwanzfett nehmen wir mit raus. Kühlschrank zu. Dann schauen wir mal. Wir machen jetzt als nächstes den Aubergine-Kebab. So, alles rein. Salz und Chili-Pfeffer mit rein. Kriegen wir hin. Rein. So, Chili-Pfeffer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann können wir das schon mal auf die Spieße packen. Und dann muss ich die Aubergine noch an die Spieße dran packen. Aha, dann machen wir die drei Auberginen einfach noch klein und dann können wir überall die Spieße noch bestücken. So, alles drauf. Auberginen-Kebab, das sieht doch gut aus. Ich platziere schon mal die Chilis hier drauf. Teller. Teller. So, die Zitronen können wir alle klein schneiden. Weil die müssen wir nicht extra grillen, die packen wir einfach nur drauf. Jetzt können wir die ersten beiden Spieße draufhauen. Und die beiden Chilis. Hallo, verzieh dich! Das ist mein Grill! So, einmal wenden. Einmal wenden. Steht er mir hier im Weg rum, der Sack. Zack. Und dann machen wir das drauf. Das war jetzt ein bisschen kompliziert. Petersilie. Da fehlt Petersilie. Okay, die Suppe wird nichts. Wo fehlt da Petersilie? Zeig mir den. In die Rührschüssel müssen noch zwei Petersilie rein. Scheiße. Ja, na gut, dann ist es halt so. Sieht trotzdem gut aus. Und hab 95%. So, das runter, das runter, das hier drauf. Zack, zack, zack. So, da haben wir die nächsten schon mal fertig. Das heißt, ich kann mich um den nächsten Kebab-Spieß kümmern. Wir machen den Tomaten-Kebab.
So, Salz und Chili-Pfeffer mit Schwanzfett natürlich rein. Drauf machen, Tomate drauf machen, vom Spieß ablösen, überragen. Kartoffeln und Zwiebeln grillen. Okay, wir nehmen das, machen das rein. Wir nehmen das. Das schneide ich. Schwanzfett rein. Was war es jetzt? Salz und Chili-Pfeffer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also hier explodiert irgendwas. Die kommen schön auf den Kebab drauf, auf den Spieß. Da müssen wir die auch wieder klein schneiden, damit wir die dran machen können. Und dann brauchen wir noch Kartoffeln und Zwiebeln. Die werden dann noch extra gegrillt. Fleisch drauf, Tomate drauf. Zack. Fleisch drauf, Tomate drauf. Zack. Fleisch und Tomate, zack. Fleisch und Tomate, zack. Das heißt, ich mache erstmal einen Spieß, damit ich genug Zeit habe, um das dann zu schneiden. Mache ich das alles auf einen Teller. So, wir nehmen das runter und das rüber. Jetzt können wir das nochmal schneiden. Kartoffel und Zwiebelscheiben und Tomatenkebab servieren. Perfekt. Genauso wollte ich das haben. Dann können wir uns jetzt um die anderen kümmern. Und dann fehlt nur noch der Hähnchenkebab. Können wir hier alles ganz entspannt noch schneiden. So, mal drüben nach meiner letzten Zwiebel gucken, die brauchen noch ein bisschen. Kann ich den Rest noch fertig machen. Das heißt, wir haben heute nur noch den Hähnchenspieß. Da werde ich mich direkt drum kümmern. Und dann ist ja doch eine gute Auswahl an Produkten da. Es kommen 20 bis 25 Kunden auf einmal, weil ich mehr zur Auswahl habe. Krass. Wir machen die Hähnchenspieße. Das heißt Hähnchenbrust, schwarzer Pfeffer und Salz. Hähnchenbrust nehmen, würzen mit Salz und Pfeffer. Dann schneiden wir die Hähnchenbrust und das Schwanzfett. Nehmen den Spieß und machen das dran. Das heißt diesmal kein Fleischwolf. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Jetzt schneiden wir das. Und das Schwanzfett. Eine Hähnchenbrust wird zu einem Spieß. Das ist wirklich teuer. Also ich glaube, da muss ich noch mehr Tische kaufen. Damit so viele Leute überhaupt Platz finden. So, das heißt, wir machen Salz 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, schwarzer Pfeffer drauf, auch überall 3, ganz genau gucken, dass wir nicht eins aus Versehen zu wenig machen. Ich tue mal die Spieße beiseite, dann schneiden wir die Hähnchenbrust überall klein. Packe ich erstmal hier beiseite, weil dann brauchen wir das Schwanzfett noch. Das mache ich auch überall klein. So. Und jetzt können wir das an unsere Spieße dran machen, habe ich gesagt. Och, scheiße, Mann. So, wir fangen an. Die ersten beiden Spieße. Und das war's. Der Grill ist aus. So habe ich einmal Grillsachen nachgeladen. Jetzt kann ich den Grill starten. Und dann geht's los.
Dann mache ich die Hähnchenspieße schon mal auf die Speisekarte. Jetzt haben wir 23 bis 29 Kunden. Es steigert sich wirklich, je nachdem, wie viele Gerichte man zur Auswahl hat. Das ist interessant. Also wenn ich jetzt noch Kuchen und so einen Scheiß hätte, dann würde ich noch mehr Kunden kriegen, so als so mit Nachspeise und so. Vielleicht essen die dann auch mehrmals. Einmal drehen, einmal drehen. Was, fertig oder was? Ich musste gar nicht drehen. Das war von beiden Seiten direkt durchgebraten schon. Na dann, Hähnchenspieß. Ja, ist nicht ganz optimal geworden. Trotzdem eine 4,8. Dafür, dass ich es zum ersten Mal mache hier mit den ganzen Aufgaben. Machen wir die letzten beiden. Und dann hat der Grill auf jeden Fall heute unglaublich viel gearbeitet. So, nehmen wir runter, zack und zack. Beide Zwiebeln noch klein machen. Und dann habe ich alle Produkte fertig, die ich heute machen wollte. Was unglaublich viel ist. Krass, ich kann ja auch was in die Schubladen reinpacken.